Die DHV-News vom 6. Dezember 2019. Hella von Sinnen trägt DHV-Logo in Genial daneben. Daniela Ludwig und dein Führerschein. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Einige haben schon drauf gewartet, jetzt geht's endlich wieder los, unsere Weihnachtsspendenaktion. Und mit einem großen Teil, wie immer, von den Einnahmen machen wir eine besondere Aktion im nächsten Jahr. Und für 2020 haben wir uns den Schwerpunkt schlaue PR-Aktionen vorgenommen. Wir wollen nämlich eine Mehrheit erreichen, und zwar die Mehrheit der Deutschen für die Legalisierung von Cannabis. Wir machen seit 2014 regelmäßig Umfragen per Infratest DIMAP, wie die Deutschen zur Legalisierung stehen. Und in der Zeit von 2014 bis 2019 ist die Legalisierung von 30%, die Zustimmung zur Legalisierung von 30% auf 44% gestiegen, ist also in diesem Zeitraum ordentlich vorwärts gegangen. Fehlen nur noch wenige Prozentpunkte, und von 18 auf 19 gab es aber keine Steigerung mehr, und da wollen wir dran arbeiten. Wir wollen diese paar Prozentpunkte noch rauskitzeln, von daher Mehrheit 2020 ist da jetzt unser Motto für nächstes Jahr. Es gibt vor den nächsten DHV-News dazu auch nochmal ein extra Video, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel erzählen. Guckt euch dieses Video dann noch an oder schaut euch den Artikel, die Nachricht auf unserer Homepage an, da steht auch noch mal einiges mehr drin. Ziel ist wie immer das Ergebnis des Vorjahres, und das flößt uns ordentlich Respekt ein, denn letztes Jahr sind über 110.000 Euro zusammengekommen, absoluter Rekord von über 4.000 Menschen, die sich daran beteiligt haben, als neue Mitglieder oder eben mit einer Einzelspende. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja sogar noch toppen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den DHV-News hier im YouTube-Kanal viel mehr Zuschauer als vor einem Jahr. Und naja, wenn ihr da alle fleißig mitmacht, dann können wir wieder neue Rekorde aufstellen. Und wir haben immerhin in den ersten 4 Tagen jetzt auch schon 11.927 Euro zusammengekriegt. Das ist ein guter Start. Mit so einem Schnitt können wir es tatsächlich schaffen. Und ich werde euch jetzt in den nächsten Wochen hier bis Mitte Januar, so lange läuft die Aktion, immer wieder davon was erzählen. Ich hoffe, das geht euch nicht zu sehr auf die Nerven. Diejenigen, die dann schon gespendet haben, können ja dann auch im ersten Kommentar unter dem Video mit den Zeitmarken woanders hinspringen in diesem Video. Aber ja, ansonsten bitte erstmal spenden. Viele sagen auch immer, schaltet doch mal Werbung in die DHV-News für eure Arbeit. Die Weihnachtszeit nutzen wir dafür, direkt für uns zu werben. Und ich hoffe, ihr haltet das dann aus und macht fleißig mit. Diejenigen, die insgesamt jetzt sich nicht so für unsere Arbeit interessieren, aber die die News hier feiern und jede Woche gucken und so weiter, können sie einfach dafür dann eine Spende dalassen, so wie so ein Netflix-Abo oder so. Das Geld fließt auf jeden Fall komplett in unsere Legalize-Arbeit und helft mit, damit ich nächste Woche hier einen schönen Zwischenstand verkünden kann. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Mehrheit sind, diese Woche haben mehrere Zeitungen getitelt über eine andere Umfrage. Die Bild-Zeitung zum Beispiel hatte den Titel 84% der Deutschen für Legalisierung. Oder In Franken hat im Artikel Teaser die Aussage gehabt, eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist für eine weitgehende Legalisierung von Cannabis. Das stimmt so nicht, und ich erwähne das hier eigentlich überhaupt auch nur, damit ihr nicht komplett verwirrt seid, wenn wir jetzt hier Spenden einsammeln, um die Mehrheit zu erreichen, und gleichzeitig steht über einer Zeitung, ja, wir haben schon eine Riesenmehrheit. Es ist leider nicht so. Es handelt sich dabei um eine Umfrage von Chivay, und die ist anders als bei den traditionellen Umfrageinstituten online basiert, was erstmal okay ist. Vom System her kann es genauso gute Ergebnisse liefern. Tut es eigentlich auch, nur die Zeitungen haben halt Merkwürdiges draus gemacht. Denn diese 84% Zustimmung beziehen sich auf die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel und als Medizin, beide zusammengezählt. Und dass wir insgesamt für Cannabis als Medizin eine Zustimmung in Deutschland über 80% haben, ist schon seit vielen Jahren so, ist jetzt nichts Besonderes Neues. Und auch Chivay ist in der Umfrage zum Ergebnis gekommen, dass 42% der Deutschen für die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel sind. Und das ist wiederum sehr nah an unserer Umfrage Infratest DIMAP, zuletzt 44%. Also nicht weit davon weg. Alles nichts Neues, außer bombastische Überschriften. Tollen Support hatten wir diese Woche von der Entertainerin Hella von Sinnen.
Hella von Sinn ist Fördermitglied beim Deutschen Hanfverband und klar für die Legalisierung von Cannabis. Und um das zu demonstrieren, hat sie in der Weihnachtsausgabe der TV-Show Genial daneben eine Jacke angehabt mit dem DHV-Logo. Wir danken Hella von Sinn, das ganze DHV-Team, für diese Unterstützung. Weit über 1 Million Leute haben das gesehen. Viele Leute, so wie ich vielleicht auch, die ein bisschen zu spät reingeklickt haben in die Show und das gesehen haben, die wussten gar nicht, worum es geht und haben sich immer gefragt, so was hat die denn da auf dem Ärmel? Das ist doch das DHV-Logo. Ist es das? Ist das nicht? Es war das DHV-Logo, jawohl. Wir brauchen mehr Promis, die sich gerade machen und ihre Meinung sagen, wie Hella von Sinnen. Die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig tourt weiter fleißig durchs Land, informiert sich bei allen möglichen Einrichtungen und gibt Interviews. 100 Tage können wir ja sicherlich dafür geben, sich eine Meinung zu bilden und so weiter. Ich weiß, viele sind ungeduldig und so, aber 100 Tage Frist bei frischen Politikern im Amt ist absolut üblich. Und dann müssen sie fest im Sattel sitzen und eine Meinung zu allen möglichen Details haben. Sie lässt aber hier und da in Interviews jetzt schon mal durchblicken, was sie so denkt. Und eine gute Nachricht zum Beispiel, sie war bei den Drug-Checkern in Österreich. In Österreich gibt es ja schon seit vielen Jahren Drug-Checking und sie hat sich da erkundigt, was sie da machen, warum die das machen, wie die das machen. Und sie hat sich danach positiv über Drug-Checking geäußert, findet sie offenbar grundsätzlich eine gute Sache. Auch zum Thema Cannabis und Führerschein hat sie sich in einem Interview geäußert. Und da sieht man allerdings, dass sie die Problematik noch nicht so richtig verstanden hat, worum es uns da eigentlich geht, warum wir das so die ganze Zeit kritisieren. Und das zeige ich euch jetzt in einem kleinen Ausschnitt. Naja, das ist halt der Sonderfall beim Cannabis, weil sich Cannabis im Blut viel, viel langsamer abbaut. Teilweise bis zu mehreren Wochen braucht, bis ich sozusagen den Konsum nicht mehr nachweisen kann, obwohl er Wochen zurückliegt. Das werden wir mit dem Strafrecht nicht lösen können, denn das liegt einfach in der Natur dieser Droge, dass sie sich langsamer abbaut als zum Beispiel Alkohol. Und deswegen werden wir es über einen Straftatbestand oder Abschaffung eines Straftatbestandes per se nicht lösen können. Ich möchte weder, dass unter Cannabis Auto gefahren wird, noch möchte ich, dass unter Alkohol Auto gefahren wird. Also deswegen würde ich ganz gerne den Ball ein Stück weit zurückspielen und sagen, wenn du es schon weißt, dass es so ist, dann überleg dir, bis wann du wieder nüchtern sein möchtest und überleg dir bitte deinen Konsum, so gut es irgendwie geht. Das verlange ich von jemandem, der trinkt, und das verlange ich auch von jemandem, der tatsächlich kifft. Ja. Ja, Frau Ludwig, jetzt spreche ich Sie nochmal direkt an hier. Im Sinne unseres offenen und konstruktiven Austausches gehe ich darauf nochmal ein. Das stimmt so pauschal nicht, dass THC sich langsamer abbaut als Alkohol. Und das demonstriere ich jetzt hier mal ein bisschen. Alkohol baut sich linear ab. Das heißt, im Sinne einer geraden Kurve, linear. Cannabis baut sich eher im Sinne von Halbwertzeiten ab. Also am Anfang sehr schnell, schneller als Alkohol. Und erst unten raus, bei den kleinen Restwerten da geht es dann ganz langsam weiter. Insbesondere dann hier unten in dem flachen Bereich, wo Cannabis überhaupt keine Wirkung mehr hat auf die Fahreignung. Und das ganze Gebömsel, das hier jetzt noch so dranhängt, ne, dauert halt ewig, bis der Rest dann aus dem Blut raus ist, aber das gar nicht mehr wirksam hat. Keine psychoaktive Wirkung mehr, keine Rauschwirkung mehr, kein Einfluss aufs Fahrverhalten und trotzdem ist noch so lange im Blut. Das ist das Problem. Das heißt auch, nach einem starken THC-Rausch ist man schneller wieder nüchtern als nach einem starken Alkoholrausch. Und das ist genau der Punkt. Die Restwerte bleiben lange im Blut, die sind nicht mehr wirksam. Wenn man jetzt fordert, wie Sie gefordert haben, dass Cannabiskonsumenten sich genau überlegen sollen, ob sie jetzt nur berauscht fahren oder nicht, das ist genau der Punkt. Das wollen wir auch. Die sollen die Möglichkeit haben, verlässlich zu wissen, okay, ungefähr so und so lange muss ich warten, dann bin ich über einem vernünftigen Grenzwert. Nicht ein Nanogramm THC pro Milliliter Blut, was ein extrem geringer Nachweiswert ist, der mit Wirkung nichts zu tun hat. Die aktuelle Regelung fördert das jedenfalls nicht. Dieses
eigenverantwortlicher handeln, wenn die Leute sowieso ihren Führerschein verlieren und massenhaft nüchterne Fahrer verlieren ihren Führerschein. Bitte, Frau Ludwig, gehen Sie da nochmal in die Details. Das ist ein Riesenproblem und kann man nicht einfach so wegwischen von wegen, ja Leute, überlegt euch halt, ob ihr bekifft fahrt oder nicht. Das ist nicht das Problem. So, wieder zurück zu euch. Jetzt rede ich wieder mit allen Zuschauern. Dieses Jahr war in Sachen Cannabispolitik relativ langweilig. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Es ist nicht viel vorwärts gegangen. Nur der US-Bundesstaat Illinois im Wesentlichen ist dazu gekommen bei den Legalized-Staaten. Sonst ist nicht viel passiert, bis auf ein paar kleine Inselchen sozusagen. Dass nächstes Jahr viel mehr zu erwarten ist, habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt. Zum Beispiel Mexiko, zum Beispiel weitere US-Staaten. Und auch in Luxemburg tut sich was, habe ich auch schon gesagt. Nächstes Jahr soll es eine Volksabstimmung zu dem Thema geben und das konkretisiert sich jetzt. Die Regierung in Neuseeland hat Details angesagt jetzt, was sie da abstimmen lassen will. Also es wird quasi schon so eine Art Gesetzesentwurf zur Abstimmung gegeben mit allen möglichen Details und die Neuseeländer können dann sagen, Daumen rauf, Daumen runter. Und zu diesen Regeln gehört eine Altersgrenze von 20 Jahren, ein Werbeverbot, kein Konsum in der Öffentlichkeit, Verkauf von Cannabis ausschließlich in lizenzierten Fachgeschäften, kein Online-Verkauf. Das sind einige der Rahmenbedingungen, die da genannt werden. Kann jetzt auch nochmal diskutiert werden, bis das endgültig im Prinzip steht, diese Abstimmungsvorlage. Es gibt dafür noch kein genaues Datum für diese Volksabstimmung, wird aber irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2020 soweit sein. Das letzte Thema, gehen wir doch nochmal in die USA. Wie gesagt, nicht viel Fortschritt und so, was jetzt Entscheidungen und Beschlüsse für die Legalisierung in einzelnen Bundesstaaten angeht. Aber es dauert ja auch immer eine ganze Weile, bis so ein Beschluss dann tatsächlich Realität wird, bis die ganzen Gesetze dann wirklich verabschiedet sind, die ganzen Lizenzen vergeben worden sind und so. Und in Michigan ist es einer dieser Staaten, da geht es diese Woche los, eine ganze Weile nach dieser Abstimmung für die Legalisierung. Die ersten paar Shops in Michigan haben jetzt die Türen geöffnet und verkaufen Cannabis. Und da gab es riesige Schlangen von Hunderten von Konsumenten, die da jetzt gleich am Anfang mit dabei sein sollten, wollten, die sich da um die Häuserblocks schlängeln. Und die wollen endlich legal Cannabis kaufen. Also das Interesse ist riesengroß, sich vom Schwarzmarkt abzuwenden und vernünftige geprüfte Ware in einem anständigen Fachgeschäft zu kaufen. In diesem Sinne gibt es dann doch gute Nachrichten aus den USA. Schlechte Nachrichten gibt es wieder, was die Termine angeht. Langsam wird es peinlich. Wir konnten auch diese Woche die Termine nicht aktualisieren, weil jetzt auch noch ein Computer ausgefallen ist hier und der zuständige Kollege das nicht machen konnte diese Woche. Ich habe jetzt nur ganz wenige Termine, die schon seit 3 Wochen im System sind. Liebe Ortsgruppen, dafür muss ich euch irgendwann mal ein Goodie geben, keine Ahnung, muss ich mir mal was überlegen. Aber ihr wisst ja auch, wir warten auf die neue Ortsgruppensprecherin, Koordinatorin hier oder den Koordinator, den wir möglichst bald einstellen werden. Wir haben demnächst Bewerbungsgespräche. Die paar Termine, die ich habe, sind folgende. In Koblenz trifft sich die Ortsgruppe am 8. Dezember, in Hamburg am 10. Dezember, in Augsburg Mittwoch, 11. Dezember und es gibt auch in den nächsten 2 Wochen noch 2 Infostände in Augsburg. Ja, damit bin ich fertig für heute. Liked doch mal dieses Video hier, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.